So, währenddessen wir hier jetzt geredet haben, verbaue ich mich natürlich. Habe ich jetzt hier die ganzen Schilder nochmal hingesetzt. Und jetzt, ja, die Schilder haben genau gereicht für die Außenwand. Wir haben jetzt auch keine Schilder mehr übrig. Habe halt jetzt das Truppenholz genommen, weil ich das ja jetzt nicht mehr so sehr brauche. Hierfür. Weil später baue ich ja sowieso die Schilder da überall, damit ich weiß, was da reinkommt. Dass das jetzt schon mal soweit erledigt ist. Genau. So, es ist jetzt inzwischen auch wieder Nacht geworden. Sind die Bäume da ein bisschen gewachsen? Das wäre so. Ich müsste auch mal hier kontrollieren, ob hier ausgeleuchtet ist. Ist hier nämlich nicht. Da fehlt ein Schwarzeichenholz. Schwarzeiche, genau. Kein Fische. Schwarzeiche. Okay. Habe ich wohl damals übersehen. Wir können ja leicht Monster spawnen. Ach du heilige Scheiße. Aber sollten wir das nicht lieber gleich richtig machen? Hab ja so geplant, dass hier dann auch die Fackeln so drankommen, wie halt. Halt da hinten. So werden die Fackeln dann dran gemacht. Mach ich am besten gleich auch nochmal. Richtig, genau. Das muss ja hier hinten auch ausgeleuchtet sein, nicht dass hier die Monster spawnen. Und wir haben ja genügend Kohle, um Fackeln herzustellen. Tom hat ja auch gesagt, dass wir auch eventuell Holzkohle herstellen können. Ja, hat er recht. Nur im Moment habe ich noch keinen Bedarf danach. Wir machen ja sowieso bald die große Höhentour. Wahrscheinlich dann nach dieser Aufnahmesession noch eine Aufnahmesession hier weiterbauen. Und danach werden wir wahrscheinlich dann die Höhentour machen. Ich werde dann hier auch wieder den ganzen Schnee entfernen, die Mods, die Weihnachtsmods entfernen. Ja, genau, dann machen wir es so, dass wir in der nächsten Aufnahmesession dann das ganze Weihnachtszeug sowieso dann entfernen. Dann können wir ja weitersehen. Dass, wenn wir die Höhentour machen, dass dann Weihnachtszeug alles weg ist. So, kommt drauf an, wann ich dann die nächste Aufnahmesession mache. Mal sehen. Ob ich die heute noch mache, weil ich muss heute auch noch Pokémon unbedingt aufnehmen, weil sonst kommt am heutigen Tage kein Pokémon. Also für mich am heutigen Tage. Ich hatte jetzt Bock auf Minecraft. Hab sowieso jetzt die Tage richtig Bock auf Minecraft bekommen. Weil hier mal wieder richtig was Schönes gebaut wird, was mir auch sehr viel Spaß macht. Hab ja mich lange Zeit auf das Lagerhaus gefreut. Genau. Und das nimmt auf jeden Fall schon seine Gestalt an. Hier vorne kommt ja jeweils eine Tür rein. Also hier dann. Dass ich dann hier durchgehen kann, weil hier muss ja auch alles verkabelt werden. Das wird dann auch ein bisschen unterirdisch gemacht. Und wenn ich hier irgendwie mal einen Keller reinbauen werde, dann mache ich das auch so, dass dann dazwischen jeweils noch ein bisschen Platz ist, dass hier die Leitungen dann unterm Boden trotzdem noch weiterhin kommen, langlaufen. Aber bis jetzt ist noch kein Keller geplant, weil wir haben so viel Platz jetzt hier. Vielleicht eines Tages, wenn wirklich nach 500 Folgen oder so kein Platz mehr ist, vielleicht dann. So. Ja, komm. Lauf. Wieder einige Eichenbäume gewachsen. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich möchte trotzdem mal vorher lieber mal schlafen gehen. Und mal sehen, ob ich dann nach der Höhentour wieder die Winterkraft-Mod wieder mit reinnehme. Weiß ich noch nicht. Weil damit es hier wieder ein bisschen schneit. Ist ja immer noch Winter dann. Mal schauen. Die Welt dann sowieso wieder auf den Server packen erstmal, damit ich damit World Edit dann den ganzen Schnee entfernen kann. Es gibt zwar auch World Edit, glaube als Mod, aber mir ist das als Plugin dann doch noch mal ein bisschen lieber. Genau. Diese Welt war ja eh schon mal auf dem Server, als Tom da war. Oh, ich überlege ja auch, ob ich auf diese große Hintour Tom mitnehme. Das Problem ist halt, die Höhentour wird über mehrere Aufnahmesessions lang sein. Wir werden eventuell so wochenlang in der Höhle drinnen bleiben. Bis wir wirklich die Materialien für unser Lagerhaus haben. Ich werde auch wirklich nur nach Diamanten, also nur auf der Ebene der Diamanten bleiben, Stump Mine, das Höhlen durchsuchen, alles links liegen lassen, außer Kohle und Eisen vielleicht. Mal schauen. Wir brauchen ja auch noch Gold, um das alles zu beschleunigen. Quarz brauchen wir auch noch sehr, sehr viel. Müssen wir auch noch mal in die Nether reingehen. Hatte ja gehofft, dass ich irgendwie und so weit noch eine Glücksspitzhacke oder so kriege. Müsste ich noch mal hier dieses
Hier, Bambus mal ein bisschen abholzen. Oder sagt man dazu abholzen? Keine Ahnung. Wir haben ja schon ein bisschen was zusammen und dann. Aber dazu bräuchten wir auch nochmal Leder. Sind schwierig so. Dass wir irgendwie Glück auf eine Spitzhacke oder so kriegen. Das wäre natürlich um einiges besser. Moment, hab ich? Ich habe die Enchanting Plus mal drin, sehr, sehr gut. Brauchen wir ein Ender auch? Können wir das? Ja, das ist sehr, sehr gut. Da brauchen wir zwar einen Lohnstaub, aber das kriegen wir zusammen. Das kriegen wir zusammen. Sehr, sehr schön. Buch und Feder kriegen wir auch zusammen. Dann werden wir auf jeden Fall noch ein Enchanting Table mit der Enchanting Plus mal machen, bevor wir auf die Höhentour gehen. Wie gesagt, dazu brauchen wir Obsidian, Gold, Enderperle und Enderauge. Habe ich beides? Also halt ein Enderauge, eine Enderperle habe ich glaube ich noch gar nicht. Da müssen wir auch noch auf Enderman-Tour gehen sozusagen. Also wenn halt ein Enderman da ist, dass wir dann mal den Enderman mal ein bisschen anzufügen und ihn dann mal besiegen. Kann ich ja notfalls auch auf der Karte sehen, wenn da irgendwie ein Enderman in der Nähe ist. Momentan sehe ich keinen. Ich sehe unten rechts irgendwie so eine blaue Kreatur, was auch immer das ist. Da in diese Richtung gehen. Das ist glaube ich eine Spinne. Und hier ist ja sowieso unter uns eine Höhle. Müssen wir nochmal in der Nacht oder so mal nachschauen. Und sonst verschieben wir halt nochmal die Höhlentour auf unbestimmte Zeit. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber eine Glücksspitzhacke, das ist halt sehr, sehr wichtig. Oder Behutsamkeit vielleicht auch nochmal. Eine Brutsamkeit, eine Glücksspitzhacke. Nur wir brauchen trotzdem dann Bücherregale, glaube ich. Oder? Ich weiß es jetzt nicht, ob man bei der Enchanting Plus Mod auch Bücherregale braucht, aber ich glaube ja. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, Glück 1 oder Glück 2 würde ja auch schon gut sein. Besser als überhaupt kein Glück einer Spitzhacke haben. So, die Truppensetzlinge da könnte ich eigentlich theoretisch auch mal abholzen. Oder ja, Mann, so. Brauche ich eigentlich auch nicht. Haben wir 1,5 Stacks wieder. Sehr, sehr schön. Kommen wir wieder schön weiter. Ah, es wird bestimmt nicht reichen. Das heißt, ich werde hier nochmal ein bisschen hinsetzen. Möglichst die Löcher hier treffen. Ach, wisst ihr was, da mache ich mir mal so. Da habe ich mir mal einen kleinen Spaß sozusagen. So, hier diese zwei Löcher noch. Wow, was ist denn das jetzt für ein Leck? Ach, toll, der Scheiße. Da hat es eben ganz schön geleckt. Ah, jetzt geht es wieder. Keine Ahnung, was das eben war. Warum das eben so doll geleckt hat. Da meinte Minecraft einfach mal zu lecken. Genau. So, solange es sich jetzt hier wieder zusammengefunden hat, geht es ja. So. Dann können wir da jetzt ein bisschen weiterbauen. Gut, die Hänger müssen wir da auch noch machen. Da werde ich wahrscheinlich auch so hier dann Fichtenholz und darüber dann zwei Glas. Wahrscheinlich. Mal schauen. Hier, es wird ja auch zugemacht. Da kommt auch eine Tür rein. Genauso wie hier. So, da sind wir stehen geblieben. Genau. So. Hier kommt, wie gesagt, eine Tür rein. Aber ich glaube nur auf der einen Seite. Auf welcher Seite dann genau? Mal sehen. Bin ich auch mal selbst gespannt. So, hier und da. Immer schön weiter. Also mit diesem Teil werden wir dann hier fertig. Mit der einen Hälfte des Lagerhauses sozusagen. Aber für weitere Spots das Holz wahrscheinlich nicht reichen. Man ist ja jetzt nichts anderes gewohnt hier. So. Obwohl, naja. Also mit diesem Dings da werden wir noch anfangen. Mit dieser Insel, wenn man das mal Insel nennen kann oder irgendwie so. Keine Ahnung, wie man es da nennt.
In diesen Abschnitt. Ah, Abschnitt, das ist, denke ich mal, das beste Wort für. Gut. Und wir brauchen ja noch so viel Eichenholz, um dann die Treppen herzustellen. Wir haben ja keine Treppen mehr. Vielleicht habe ich noch irgendwo in Natur welche, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Muss ich gleich mal nachschauen. Ich meine, ich habe alles an Eichenholztreppen rausgenommen und auch. Na gut, Bretter dürfte ich noch welche haben. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich noch Eichenholzbretter habe. Kann ich die ja zu Treppen verarbeiten. Genau. So, da habe ich mich eben mal kurz verbaut. So. Dann erstmal hier die Fackeln mal dran setzen. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Wie das hier aussieht. Ist schon irgendwie beängstigend fast. Aber es nimmt halt auch Form an. Das ist halt das Gute. Das ist halt das Gute. So, dum, dum, dum. Ja, da mache ich später. Da mache ich später. Im Moment kann man hier noch durchlaufen. Das ist ja das Gute. Später nicht mehr. Gut. Oh, wieder schöne Bäume gewachsen. Ein großer Baum sogar auch. Aber ich gehe zuerst zur Truhe. Ja, doch. Warum kam ich nicht eher auf die Idee mit einem Enchanting Table, dass ich den mit der Enchanting Plus Mods versehe? Wie viele Zombies sind denn hier? Auf jeden Fall habe ich eine ganze Menge. So, oh, da habe ich sogar noch ein Stack Treppen. Sehr, sehr schön. Habe ich doch noch was. Nehme ruhig alles Eichenholz jetzt hier raus, was ich finde. Außer ich habe normale Stufen oder so. Das sind auch nochmal Eichenholzbretter, aber mit der Schießemotte. Ich habe jetzt keinen Bock, die umzuwandeln. So. Nein, auch nicht. Ich meine, ich hätte noch Bretter gesehen. Wo habe ich die schon verbraucht? Anscheinend. Da sind auch noch mal ein paar Treppen. Da sind noch mal Bretter. Das war's dann aber auch schon. Interessant. Interessant. Dann werde ich mir noch mal so und hier noch vier Treppen machen. Vier Treppen mehr ist auch schön. Oh, noch ein großer Baum gewachsen. Ja, da kriege ich noch mal schön Holz raus. Muss ich mir dann noch mal eine neue Axt herstellen, aber ist doch nicht so schlimm. Wir haben jetzt schon so viele Äxte hergestellt in den letzten Parts, Aufnahmesessions. Das sind wirklich schöne großen Bäume. Und sieht auch irgendwie toll aus hier. Jetzt mit der Sonne. Das gefällt mir. Weiter geht's. Weiter geht's. Habe ich Hunger? Nein, habe ich. Ich habe ja gerade gegessen. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, hier rein damit. Dazu. Nein. Oh. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir ja angefangen. Haben wir schon die andere Seite? Nein, auch noch nicht. Okay, dann machen wir erstmal diese Seite hier. Ah, natürlich muss ich mich. Oh nein. Bah. Weiß nicht, was das eben für ein Geräusch war. Es war auf jeden Fall irgendein Geräusch. So, und da mal. Und hier mal. Da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Genauigkeit gefragt. Man muss ja genau hier alles treffen, damit die Treppe nicht falsch rankommt. Weil sonst wäre es ja nicht so gut. Sobald wir dann hier diesen Abschnitt hier fertig haben, kann ich ja dann schon mal da die Truhen reinsetzen. Wir haben ja jetzt genügend Truhen. Was sehr, sehr gut ist. So. Oben dann nochmal. Ah, toll. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Und ja. Na komm. Geht doch. Das geht doch jetzt hier. Ich kann ja auch erstmal so machen. Das. Na gut. War vielleicht doch jetzt nicht die beste Idee, aber. Na gut. Es war ein Versuch. Wert habe ich. Hier habe ich noch keine Fackeln. Dann wird es mal Zeit, dass da Fackeln hinkommen. Wir haben dann jetzt auch nur vier Fackeln im Inventar. Na gut, sechs Fackeln, um genau zu sein.
Muss ich mir nochmal neue Fackeln herstellen. Die haben ja das Holz noch. Und Kohle auch. Ja, toll. So, hier und da. Dann wäre dieser Abschnitt jetzt so weit fast fertig. Hier fehlt es noch. So. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann kann ich ja hier gleich mal weitermachen. Soweit ich noch Treppen dann habe. So, drei Stück noch. Eins, zwei und drei. Dann auf zu den Truhen. Da werde ich. Ja, ich werde jetzt hier keine Rücksicht auf irgendwie. Dass ich hier immer zwei Reihen hier habe an Truhen. Ich weiß ja jetzt, wie viele Truhen ich noch brauche. Genau. Und zwar die Anzahl, die ich jetzt hier im Inventar habe. Und das reicht ja. So. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird, wenn dann die richtige Truhentextur wieder da ist. Also für mich am morgigen Tag wird das dann da sein. Ob ich morgen dann zum Aufnehmen komme, ich hoffe mal. Mal sehen. Ah doch, ich denke schon. Nur dann ist die Frage, ob ich Minecraft aufnehme, weil ich muss dringend die anderen zwei Let's Plays noch aufnehmen. Und ich da auch noch ein bisschen im Vorrat kriege jetzt im Urlaub. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Genau. So, dann wäre das da jetzt auch erledigt. Dann könnte ich nochmal zur Truhe hingehen und mir nochmal Schilder machen. Ach, Moment. Erstmal müssen hier ja Bretter hergestellt werden. So, daraus mache ich nochmal so und. So. Das reicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich mache mit Absicht auch nicht an den Aus. Hier jeweils Schilder dran, weil irgendwie nicht so passt das doch noch ein bisschen mehr. Denke ich, glaube ich, keine Ahnung. So, ach. Das ist ein bisschen doof, dass man hier nicht irgendwie eine Taste drücken kann und damit es fertig ist, dass man immer die Maus so ein bisschen nach unten malen muss. Und ich drücke halt hier drauf, dann Maus nach unten, drücke drauf, gehe nach oben, drücke drauf, wieder Maus nach unten. Wieder ein Stück Maus nach unten und so. Jetzt muss ich immer meine Maus wieder nach oben packen, damit ich dann wieder hier Platz habe mit der Maus. Das ist ein bisschen doof hier. Aber naja, muss ich durch. Geschafft. Gut. Weg damit. Gut. Schön viel Platz hier. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal raus in die Dunkelheit. Irgendwo ein Creeper in der Nähe? Nein? Okay, gut. Ich hoffe mal. Gut, ich schaue mal kurz nach einem Enderman, ob hier irgendwo ein Enderman ist. Ich sehe auf der Karte leider keinen. Und so an sich sehe ich auch keinen. Genau. Schade. Sehr, sehr schade, aber egal. Wir können ja auch erstmal die anderen Materialien für ein Enchanting Table zusammensuchen. Genau, das werden wir auch machen. Genau das und nicht anders.